plan. Vor 3 Jahren haben wir uns kennengelernt und haben gewährleistet, übernimmst du die Schweizer Nazi? Vielleicht ein bisschen eine böse, unnötige Frage von mir, weil du hast dort Diplom noch nicht gehabt. Jetzt sieht es ganz anders aus. Es gibt Nazi-Jobs draussen, aber du sagst mir heute, du gehst weg von Luzern, aber nicht für die Schweizer Nazi, oder? Nein, nicht für die Schweizer Nazi, für gar keine Nazi und nicht einmal weg für den Fußball. Ja. Was hast denn du jetzt vor? Das klingt für viele Leute, die dich kennen, die den Fußball kennen, ein bisschen komisch. Was sind es, 30, 35 Jahre beim FC Luzern und jetzt einfach kein Fußball? Ja, ich habe in den letzten, sagen wir mal, 3-4 Jahren eine rechte Entwicklung gemacht selber. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich immer mehr in einen Wertekonflikt hineinkomme mit mir und mit den Werten, die der Spitzensport einfach vertreten. Nur schon, dass du jetzt, eben, du weißt, wie ich deine Arbeit schätze und was du da alles gemacht hast für den Frauenfußball, aber es ist nur schon für mich wahnsinnig, dass ich eigentlich, wenn ich jetzt hier aufhöre, ein Interview gebe, wenn ich meinen Job nicht weiter ausführe. Weil ich einfach an einem Punkt bin, wo ich sage, wenn ein Bauarbeiter seine Arbeit kennt, dann kommt niemand hin, es interessiert einfach kein Mensch und ich weiss nicht, ob meine Arbeit so viel härter ist oder jetzt so viel mehr Aufmerksamkeit bedeutet, wie das jetzt meine Arbeit hier hatte oder allgemein der Spitzensport hat. Und ich weiss nicht, wie lange das du Zeit hast. Am Ende des Tages ist es einfach, eben, wenn wir auf die Werte eingehen, vielleicht, dass es die Leute etwas besser können verstehen. Für mich ist es, wenn ich den Spitzensport anschaue, frage ich mich oft, die Leute, die hier innen sind, musst du einfach ein gewisses Wertesystem musst du haben. Das heisst, ich habe 11 Spielerinnen auf dem Platz und ich kann allen noch so erzählen, hey, du bist gleich viel wert wie die auf dem Platz steht. Die am Ende des Tages hinten auf der Bank hockt, die weiss genau, ich bin eben nicht gleich viel wert wie die Person. Und ich bin oft auch wieder auf den Fußballplatz gekommen und habe mich gefragt, wieso fährt man eigentlich auf Fußball spielen? Und eigentlich fährst du auf Fußball spielen aus Spass, aus der Freude am Spiel. Und wenn ich auf diesem Level Spielerinnen und Spieler anschaue, wie viel haben wirklich die Freude, die auf dem Fußballplatz ist? Oder? Und dann sehe ich, ich nehme Ronaldinho als Beispiel, wo allen Leuten das Herz aufgeht, weil der wahrscheinlich gleich Fußball spielt auf dem Schulhausplatz wie auf dem normalen Fußballplatz. Aber das hat wie aktuell das wie kein Platz, dass du diese Mentalität auf den Fußballplatz bringst, weil es halt immer mehr in Strukturen hineingequetscht wird. Ich sage auch, wenn du andere Werte hast beim Spitzensport, wird der Spitzensport wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren. Also du darfst auch nicht zu fest davon hinterfragen in dem Sinn. Er ist einfach so, wie er ist und er ist richtig so, wie er ist, weil er wird sonst, würde er gar nicht funktionieren. Aber für mich ist einfach eben, dass ich merke, Spielerinnen, wenn sie gewonnen haben, dann fühlen sie sich genug. Wenn sie verloren haben, dann musst du noch härter arbeiten, du musst noch mehr machen, du musst noch mehr trainieren. Und zum einem Schluss kommt jetzt vielleicht bei diesem Punkt. Du hast ja Spielerin, die trainiert 6-mal in der Woche. Und wenn mich jemand fragt, kommst du 6-mal mit mir auf den Schulhausplatz shooten? In einer Woche? Dann sage ich, ja, das mache ich vielleicht eine Woche. Und die Woche darauf sage ich, mindestens bei einem Training, heute mache ich irgendetwas anderes. Und meine Frage ist oft, wäre es vielleicht sogar produktiver fürs Spiel an und für sich, wenn die Frauen weniger würden machen? Wenn wir eben nicht immer noch mehr würden machen, sondern mehr weniger würden machen? Oder wärst du, wenn du, ja, das klingt jetzt verrückt, aber wenn du 3 Fußballeinheiten hast und du gehst halt einmal go Badminton spielen und einmal gehst go, keine Ahnung, go bowlen oder weiss ich was, bist du dann so viel schlechter am Wochenende? Oder? Und das sind einfach Fragen, die ich mir gestellt habe, wo ich aktuell in einem Konflikt drin bin mit mir, wo ich einfach selber, eben, vielleicht zu dem nochmal an mir geschafft habe, wo ich einfach vom Bewusstsein auf ein anderes Level gekommen bin. Und mir auch bewusst ist, dass ich, wenn ich zurückkomme in Fußball, und ich schließe das absolut nicht aus,
dass ich die Rolle wieder in Perfektion spiele. Also ich bin mir bewusst, dass, was der Spitzensport mit sich bringt. Das heisst, ich stehe aktuell immer noch an der Linie, ich stehe auf dem Trainingsplatz und ich weiss, welche Rolle ich muss spielen. Und ich versuche, die Rolle auch in Perfektion zu spielen. Aber es bringt einfach gewisse Sachen mit sich, wo ich aktuell sage, ich mache da jetzt bewusst mal eine Auszeit, um mir bewusst zu werden, will ich die Rolle wieder annehmen und wieder dort reinschlüpfen. Ja. Jeder, der unsere Interviews kennt, weiss, die werden lang und das wird noch länger als sonst, weil es gibt ein paar Sachen, um da auseinanderzunehmen. Und die erste ist ja das, was du sagst, und da möchte ich auch einen Kommentar von meiner Seite geben. Der Spitzensport und die Freude. Und für mich ist es gleich wie für dich. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir beide im Frauenfußball gelandet sind, aus dem Herrenfußball raus. Ist schade, dass wir den Spagat wie nicht schaffen zu schlagen. Weil ich bin ja der Erste oder der Einzige, der Spielerinnen auf ihre Leistung reduziert, indem man sie tut, kritisieren, über das zeigt. Aber immer das, was 90 Minuten da innen passiert, das ist völlig trennt vom Menschlichen von dieser Spielerin. Und ich weiss, es ist ein schwieriger Schritt, den Spagat hinzubekommen, aber das schaffen wir im Fußball und im Leistungssport nicht. Und das ist sicher ein Thema. Und die andere Sache ist ja, du hast erst gerade in deinem berühmten Podcast mit dem Leo Retter geredet, genau. wo ja die berühmteste Person ist, die in der Schweiz das erste Mal sich traut hat zu sagen, hey, Spitzensport in der Schweiz oder allgemein ist unmenschlich. Aber dann hast ja du deine Haltung schon gefasst, kann ich mir, oder? Ja, ich habe die schon länger gefasst für mich. Es war ja so, dass ich eigentlich die Haltung schon länger habe, aber bewusst einfach gewusst habe, was der Spitzensport mit sich bringt. Und er hat auch ganz viele schöne Momente für mich. Ich will gar nicht irgendwie gegen Spitzensport in dem Sinn schiessen. Aber das Ding ist, wenn du eben an deinem Bewusstsein schaffst, dann merkst du irgendwann, der Leo hat das eigentlich gut gesagt, es gibt nichts Verwerflicheres, als sich über eine Person zu stellen. Oder? Und er hat so gesagt, in jemandem ein Tunnel zu schieben, war für mich früher eine Krönung. Oder? Und heute ist es für mich etwas, wo ich muss sagen, ja, eigentlich ist es nur etwas, das mein Ego stärkt. Oder? Aber am Ende des Tages bringt es mir eigentlich nichts. Und die Frage ist ja, wenn wir auf ein Lior kommen, oder? Er hat mir auch dort eine gute Frage gestellt. Oder? Wie will man in 200 Jahren rechtfertigen, wieso das Fußballer einen Hype gehabt? Oder? Also was macht der Fußballer so speziell, dass jetzt das so in den Himmel aufgelobt wird, dass er diese Summen verdient? Was macht er, was so außergewöhnlich ist? Wie willst du das rechtfertigen? Oder? Und irgendwie es ist komisch. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Leute bei den simpelsten Sachen perplex sind im Spitzensport. Nehmen wir das Beispiel GC. Oder? Was jetzt bei GC passiert. Für mich ist das völlig normal. GC hat alle Vereine informiert, die Spielerinnen kontaktiert haben, hat die Spielerinnen nachher kontaktiert, hat einen normalen Weg gewählt. Und da gibt es Leute, die völlig perplex sind. Wo ich aber sage, hey, wenn du in dem Spitzensportgeschäft innen bist, dann weißt doch du genau, dass das so abläuft. Dann müssen wir doch nicht scheinheilig tun und uns etwas vormachen. Wenn ich die Kohle zur Verfügung habe, mache ich genau das Gleiche. Und dann muss ich nicht. Ich finde es wichtig, dass du den Verein informierst, dass du einen sauberen Weg gehst, dass du nicht hinterher die Spielerin kontaktierst. Aber das ist doch part of the game. Das gehört zum Spitzensport. Und dann kannst du nicht erstaunt sein, dass jetzt hier so etwas passiert. Das hast du immer wieder im Spitzensport. Oder? Oder das Gleiche bei der Royal Job. Wo der Royal Job aufgehört hat zu shooten, es hat einen riesen Aufschrei gegeben. Oder? Aber am Ende des Tages, wenn du den Royal Job gekannt hast und gewusst hast, wie sie tickt als Mensch, oder? Hast du eigentlich müssen sagen, es ist völlig normal, dass dieser Mensch im Spitzensport keinen Platz mehr hat. Da sprichst du zwei Sachen, die ich eben mit dir anschauen möchte. Und die erste ist, wieder, du und ich sind wahrscheinlich die, die am lockersten neben Fußball sind in dem Ganzen, aber die auch die Wahrheit sagen in unserem Sport. Weil du bist der Erste, der, wenn eine Spielerin aus der Garderobe kommt und kein Interview geben sagt, ja, gib dir eins, wenn wir wieder gewinnen. Und sagt, hey, das geht es dir noch, du musst. Und du bist der Erste, der deine Spielerin anstechelt, wenn sie nicht Gas geben, weil das ist ja gleich und in dieser Liga, wir werden die Dritte oder Vierte. Das heisst, du verstehst, was es braucht und du sagst das ja genau, du spürst die Rolle zur Perfektion. Genau.
Nebenplatz, du bist Athletiktrainer, du kannst nicht sagen, dass du sie nicht zur Perfektion ausspielst, wenn du jeden Tag junge Frauen und junge Männer willst du denen trimmen, dass sie ihren Körper auf Höchstleistung bringen. Das heisst, das wirklich, wirklich ernst nehmen. Aber gleichzeitig verstehst du, dass das menschlich eigentlich nicht dazugehört. Und das andere die ist Scheinheiligkeit haben wir ja in unserer Liga. Das definitiv, ja. Und das andere ist der mentale Aspekt. Oder dass du wirklich auch die Frauen, dass uns bewusst wird, was die überhaupt leisten. Aber für mich geht es nicht darum, Verbarmen zu haben, sondern eben, es ist part of the game. Oder? Du weisst, wenn du Spitzensport machst, ich versuche auf das Rücksicht zu nehmen. Oder? Aber am Ende des Tages messe ich meine Spielerin auf dem, was sie leisten auf dem Platz. Das hat aber nichts mit dem zu tun, wie ich mit ihr ein Verhältnis habe außerhalb des Platz. Oder dass ich dort halt den Menschen in den Vordergrund rücke und ich sage, das ist wahrscheinlich das, was hier in Luzern gut angekommen ist. Oder dass ich halt, das für mich nicht war, wenn du hier nicht funktionierst, okay, tschüss, es kommt der Nächste. Sondern dass man gesagt hat, okay, es funktioniert noch nicht. Wir schauen mal mit ihr, an was es liegt. Und wir versuchen dann halt, die aufzubauen. Das hat sicher auch mit den finanziellen Mitteln zu tun gehabt, dass du gar nicht sagen konntest, ja, die reicht jetzt halt nicht, jetzt holen wir eine neue. Und so hast du gewisse, ja, wirklich Erfolg können haben mit einzelnen Spielerinnen, die einfach ja, zum Teil weit über den Fußball rausgehen. Oder? Ich nehme an dieser Stelle Melanie Müller. Oder? Ist halt aktuell ist sie verletzt. Oder? Aber wenn ich sehe, wie sie mit dieser Verletzung umgeht, wie Melanie mit dem Tod umgegangen ist von der Flo Ismaili, wo die Mel reingekommen ist, ohne ihre Welle zu nüchtern, die ist als Frack reingekommen. Die war menschlich kaputt gewesen. Die hat null Selbstvertrauen gehabt. Jetzt ist das eine Spielerin, die sich committet, um hier in Luzern etwas aufzubauen und wo eine Führungsspielerin ist, vor allem neben dem Platz, die in eine Leaderrolle reingekommen ist. Und das sind für mich weitere Erfolgserlebnisse. Oder? Dass du den Menschen viel mehr mitgeben kannst, als nur den fußballerischen Aspekt. Oder? Und du hast ja vor einer Woche nach dem Match gesagt, dir geht es im Moment um den Ausbildungsaspekt. Und der Ausbildungsaspekt, der ist ja hier in Luzern ein wichtiger Teil gewesen. Wenn du Rahel Job angesprochen hast, wo mir immer noch das Herz bricht jeden Tag, oder? Und dir sicherlich auch. Aber wenn wir schauen, die letzten 3 Jahre hast du, ich habe nachgezählt, da haben wir 7 Spielerinnen in die Nazi gebracht. Wenn man Natascha Honecker mitzählt, oder? Mit Chantal Wieser, mit Michelle Schneider, mit Geraldine Reutler, mit Irina Pando, mit Svenja Völmli und Rahel Job. Wie fest braucht es da aber auch die Dualität, die du ansprichst, um Spielerinnen richtig auszubilden? Ja, schlussendlich ist ja alles, das ist ja so spannend, oder? Am Ende des Tages ist ja alles Dualität, die dann eben schlussendlich für mich wieder eins wird, oder? Wir wissen nur, dass jetzt hell ist, wenn wir wissen, was dunkel ist. Und somit ist das nachher nicht mehr voneinander getrennt, sondern es wird eins, oder? Und genau so ist es schlussendlich im Spitzensport, oder? Dass eben, es hat die Komponenten, die einfach unzertrennlich voneinander wirken. Oder? Und das weiss eigentlich schlussendlich jede Spielerin, die sich auf das einlässt. Oder? Und ich sage, wir in Luzern haben wir wunderschöne Erfolgsstories gehabt. Ich sage auch zum Beispiel auch Nina Stapelfeld, oh, oder? Wo, genau. Wo auch aus einer Verletzung hergekommen ist, wo einfach nur hast müssen eigentlich das Vertrauen geben, ihr zureden und sagen, hey, das kommt. Und ja, sie hat immer den Traum gehabt, ins Ausland zu gehen, oder? Und irgendwie ist das möglich gewesen, oder? Oder eben, ein Imu ist, Schürch ist jetzt in den USA hinein und so schöne Sachen, oder? Und das Ding ist halt, wenn du mit so Spielerinnen, wie jetzt zum Beispiel eben ein Imu, wenn du mit denen noch Kontakt hast und so weiter, ich habe einfach das Gefühl, dass wir hier in Luzern etwas können erschaffen können, dass du mit jeder Spielerin ein gutes Verhältnis hast. Ich nehme Fabiola Scheiber als Beispiel, die bei uns am Anfang nicht gespielt hat auf diesem Level. Und ich habe offen und ehrlich mit ihr kommuniziert. Und du hast einfach gemerkt, das war etwas, was ich als Spieler nie hatte. Oder? Mhm. In der U21. Luzern, wo ich nicht gespielt habe und der Trainer fragte, was muss ich machen, dass ich da mal von Anfang an die Chancen bekomme, hat er mir gesagt, ja, schau, dir fehlt das Feuer.
dir fehlt das Feuer. Oder? Und ich meine, das ist etwas, wo dir einfach ein Trainer kann das Leben lang vorhaben und sagen, wenn er sagt, du machst kein Goal, dann kannst du Goal machen und du bist irgendwie messbar. Und ich habe einfach gesagt, schau, der hat mir lieber gesagt, schau, ich stehe nicht auf dich, du bist nicht so mein Spielertyp. Und dann hätte ich eine andere Lösung suchen. Und ich habe mir als Trainer vorgenommen, egal wie hart das ist, immer offen und ehrlich zu kommunizieren. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu der Fabiola, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich nachher reingehe und ihr ein WhatsApp schreibe, ob sie Lust hat, etwas zu trinken, dann kommt sie mit mir etwas zu trinken und wenn ich sie sehe, dann haben wir ein gutes Verhältnis. Und das ist für mich etwas, das viel, ja, viel wertvoller ist, wenn wir schlussendlich irgendwie am Wochenende noch die 3 Punkte holen. Was part of the game ist, was mein Ziel ist, logischerweise. Fabiola Scheiber, eine von den ersten Spielerinnen, die abseits das Interview gegeben hat. Zürich. Weiss ich noch. Das ist, aber eben, du sagst, dass der direkte Kontakt, ich meine, das ist ja der Grund, warum Leute nach Luzern gekommen sind. Leute, die ja bei anderen Vereinen vielleicht auch eine Rolle gespielt hätten oder gar gespielt haben und wieder gegangen sind. Wird das in diesem Sport fehlen, wenn du weg bist? Nein, ich denke nicht. Ich denke sowieso, dass es ist immer lustig, oder? Am Ende des Tages habe ich das Gefühl, so Leute wie ich auch, die sind relativ schnell vergessen. Da kommt jemand Neues und ich sage, am Anfang wird das, wirst du davon vergleichen und dann, ja, dann wird ein neuer Wind kommen, wird eine coole Sache sein, es wird wieder einfach eine neue Person sein, es ist wieder spannend. Und dann, es ist immer so ein bisschen der gleiche Prozess, dann gibt es mal so ein bisschen ein Tief, dann ist wichtig, wie geht es mit dem Tief um schlussendlich. Aber ich habe das Gefühl, vor allem der Verein der ist jetzt mittlerweile so gut aufgestellt in Luzern, da mache ich mir keine Sorge. Ich schätze mega, wie sie jetzt, ja, wie wir da alle jetzt irgendwie Lobeshymnen gesungen haben oder weiss ich was. Und ich, das ist mega schön, aber ich kann das relativ gut auch einschätzen, dass ich weiss, du, ich bin, jeder Mensch ist ersetzbar. Oder? Ja gut, ersetzbar im Sinne von, jemand anders macht die Arbeit, aber ob die Arbeit gleich ist, das ist dann immer eine andere Frage. Ich möchte sportlich noch mit 2 Sachen abschliessen. Die erste, was ist dein Fazit? Das sind ja doch 3,5 Jahre gewesen, 4 insgesamt bis im Sommer. Und wir werden uns mehrfach sehen und auch 10 Minuten miteinander reden wieder. Aber es ist wichtig, von dir jetzt zu hören, was deine Fazit sind. Und vielleicht kann ich dann ja auch ein bisschen sagen, was meine sind. Fazit von diesen 4 Jahren sind... schwierig. Weil ich so ein das Gefühl habe, du müsstest fast für jede Saison ein Fazit ziehen. Weil die Saisons waren so extrem unterschiedlich. Ich sage zum Beispiel, ohne weil er irgendeinen Spieler ins Nüchtern hätte, behaupte ich, dass es schwierig wäre, mit dieser Mannschaft, die ich vor 4 Jahren in der Nazi A gespielt habe, in dieser Nazi A jetzt in der Axa Women Super League können zu bestehen. Das wäre extrem schwierig, wenn du jetzt dort noch vielleicht einen Gary oder so rausnimmst. Dann haben wir von der Qualität her, muss ich sagen, Spielerinnen drin gehabt, die wahrscheinlich heute nicht mehr spielen könnten auf diesem Level. Und dann hast du eben die Saison gehabt, wo du ganz nüchtern warst an einem Champions League Platz. Und hank herum eben, bist immer wieder so ein bisschen an dem gleichen Punkt gestanden, wo ich eigentlich erst jetzt so auf die Rückrunde so ein bisschen das Gefühl habe, jetzt haben die Spielerinnen so ein bisschen gecheckt, um was es geht. Ich sehe ab und zu so ein bisschen die Handschrift, die ich eigentlich reinbringen wollte, die ich muss sagen, ist natürlich auch extrem schwierig gewesen, weil immer wieder Leute verloren hast ins Ausland, die natürlich Schlüsselspielerinnen gewesen sind, das ist klar. Und dann musst du immer wieder müssen eigentlich um jemand anderen versuchen, das Team um aufzubauen. Wir haben, bevor wir den Athletikbereich hier in Luzern ganz anders können abdecken konnten, sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, weil wir einfach, was Regeneration betrifft und ärztliche Betreuung, Physio, einfach extrem schlecht aufgestellt waren. Und wir haben das jetzt innerhalb von diesen 4 Jahren unglaublich gut hingebracht, um mit kleinen Schritten vorankommen. Wir haben aktuell mit Rael Sager und mit Lina, mit der Mary, die den Aufbau macht, sind wir super aufgestellt. Physiobetreuung ist jetzt mittlerweile 2-mal pro Woche. Wo ich sage, wenn ich zurückschaue vor 4 Jahren, das ist jenseits. Das ist jenseits. Und eben, das sind die erfreulichen Sachen. Also ich sehe, auf die einen Seite ist es sportlich, wenn ich jetzt die Tabelle aktuell anschaue, ist es nicht Schritt für Schritt vorwärts gegangen im sportlichen Bereich.
Und gleich habe ich das Gefühl, ist der Verein an und für sich, vor allem auch was Kontinuität betrifft, wenn ich einen Nachwuchs anschaue, was ein Sandro Wasser zum Beispiel leistet, was da jetzt unten raufkommt, zum Beispiel mit dem 03er-Jahrgang dann in einem Jahr, das ist einfach geil, das ist mega erfreulich. Ja. Ich würde auch sagen, ich meine, du hast es, man darf das glaube ich sagen, ein gebrochenes Team übernommen, nicht wegen der Spielerinnen, sondern wegen allem drumherum. Und du hast in der ersten Saison etwas geschafft, Geraldine zum einen riesen Erfolg geführt in der ersten Saison. Dann hast du das Team eigentlich aufbauen können, wo ich sage, um den Verlust von der Geraldine herum hast du das Team aufbauen mit sehr vielen jungen Spielerinnen und einer, die, eben wie gesagt, Weltklasse-Spielerin ist. Und wenn sie jemals wieder dazu bewegen könntest, zum Schuh anlegen, bitte mach das. Rahel Job und natürlich andere Spielerinnen, die auch grossartige Fußballerinnen sind, wegen dem sind sie ja noch da. Und dann hast du die zweite Saison, wo du Svenja Förmli und Tirina Pando entdeckst und plötzlich kannst du Goalmaschinen produzieren. Ich sage dort, Schmerz ist immer noch da, weil die Mafiola gesperrt war und gleich gecoacht hat den genau, ganzen Match. Und, genau. Und ihr dort den Champions League Platz genau. Verschießt, weil das wäre der schönste Moment gewesen. Und gleich Svenja, Irina haben viel Goal geschossen und du hast zeitweise, sage ich, in all den drei Saisons zum Teil wirklich mega gut Fußball gespielt. Das wären jetzt meine sportlichen Fazit. Diese Saison ist anders, hat anders angefangen, ist auch ein komisches Jahr gewesen. Aber ich sage auch dort, dass du es geschafft hast, so viel Gegengol zu verhindern wieder, ist ein Schritt und man sieht ja, was ihr versucht zu machen, auch wenn ich kritisch war letzte Woche. Das ist ja richtig. Das ist jetzt das sportliche Fazit mit der Mannschaft. Aber auch jetzt zum Beispiel schnell zum hier noch einhängen, oder? Für mich ist ja vorher auch noch zu dir gekommen, Chantal Ruff, oder? Mhm. Ich meine, das ist für mich ein Beispiel, wo in der ersten Saison hat Chantal Ruff bei mir keine Minute Fußball gespielt. Ich habe Chantal Ruff im Trainingslager gesagt, schau Chantal, solange ich hier Trainer bin, wird es für dich unfassbar schwierig, dass du jemals hier eine Minute wirst können shooten auf diesem Level. Weil du hast das Niveau nicht. Und jetzt hast du ein halbes Jahr Zeit bis im Sommer, hau alles rein, was du hast, und ich versuche dich so gut wie es geht bei diesem Prozess zu unterstützen und im Sommer schauen wir, ob das weiterhin Sinn macht oder nicht. Und jetzt steht die hier hinten, spielt Match für Match mit, eben, ich sage, zum Teil auch mit Voraussetzungen im athletischen Bereich, wo die Leute sagen, es ist eher grenzwertig, aber wenn ich sehe, was sie zum Teil für eine Spieleröffnung hat oder so, muss ich sagen, ist sie eine der besten Spielerinnen wahrscheinlich innerhalb dieser Liga, die ich eben vor 4 Jahren, muss ich sagen, wie sie hier gehockt ist bei mir und Tränen in die Augen gehabt und brüllt hat und selber gemerkt hat, es lenkt mir hin und vorne nicht und jetzt, eben, ich sage, nächstes Jahr wahrscheinlich ein Leader ist in dem Team. Sie ist ja schon Sub-Captain bei euch. Das heißt, Spielauslösung sicher auch die eine der meisten Matches gemacht hat unter dir jetzt mittlerweile, oder? Und das sind so Entwicklungen. Ich möchte sportlich noch das letzte Thema ansprechen. Wir haben es schon angekratzt, die Nazi. Der Nils Nielsen ist ein böser Mann. Er hätte am Samstag das Glenmeyer Spezial, habe ich genannt, liefern mit der Svenja, mit der Geraldine und der Irina. Und das hat dir wahrscheinlich auch ein bisschen Freude gemacht, weil du hast die drei, sagen wir, besten Stürmerinnen nach der Fabienne Humm ausgebildet, grossen Teil. Ich meine, Irina hat keine solche Goal geschossen, bevor sie zu dir gekommen ist. Svenja können wir nur unter dir. Wie siehst du das, deine Arbeit, sagen wir jetzt im Sturmbereich, aber auch mit all den Spielerinnen, die du eben hast in die Nazi bringen und ein paar von denen, die müssen bald wieder mal aufgeboten werden? Also ich würde da gar nicht so viel Lob auf mich nehmen, weil ich sage, da hättest du wahrscheinlich Reissack an die Seitenlinie stellen und dann hat Geri hat gleich die Goal gemacht und Svenja wäre wahrscheinlich auch nicht. Wäre auch nicht so schlecht gewesen. Nein, ich sage Svenja und vor allem Geri sind einfach gesegnet mit einem unfassbaren Talent. Und bei der Irina ist es ein bisschen anders. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die Irina das, was sie jetzt auf den Platz bringt, eigentlich schon immer hatte. Mhm. Aber sie einfach nie einen Trainer hatte. Wo sie ja selber sagt, wo sie so genommen hat, wie sie ist, wo sie immer irgendwie versucht hat,
umzuformen, zu verändern, eben vor allem auch was ihren Menschentyp betrifft. Und ja, ich habe mittlerweile ein Verhältnis mit Irina, wo wunderschön ist, also wo eben auch neben dem Fußballplatz einfach eben, die ist eine Person, die mir so ans Herz gewachsen ist und wo ich weiss, mit der werde ich ein Leben lang Kontakt haben. Und das war etwas, wo ich einfach eben ihr das Vertrauen geschenkt habe. Sie haben mir das immer zurückgezahlt mit Goal. Wenn sie mal nicht können liefern wie gewünscht, dann habe ich nicht irgendwie ihr das vorgehangen und gesagt, hey Iri, ich bin enttäuscht und du musst doch das und solltest noch. Und ja, wir sind einfach zusammen irgendwie in diesem Prozess drin gewesen. Ich denke, ein grosser Teil vom Trainer, sie ist eben auch mal hinstehen und sagen, hey, das und das war mein Fehler gewesen, das und das muss ich verändern. Das und das nehme ich auf mich und zuerst einmal selbstkritisch sein, weil ich sehe immer, wenn als Trainer ein Team nicht funktioniert, dann ist es einfach in die Kabine hineinzugehen und dort rumzuschreien und weiss ich was. Und ich bin vor 4 Jahren, ich weiss, ich war viel lauter gewesen. Und jetzt mittlerweile sage ich, hey, ich muss mich an mich selber selbst reflektieren und fragen, wenn ein Team nicht abliefern kann auf dem Platz, dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht, weil es liegt in meiner Verantwortung. Entweder war es unter der Woche im Training, bin ich nicht klar gewesen, vielleicht war es vor dem Match in der Garderobe, vielleicht in der Pausenansprache, irgendetwas. Und wenn du das gemacht hast und bei dir selber geschaut hast, dann kannst du dann zum Team gehen, aber zuerst musst du mal hingehen und ich sage immer so, die Masken abnehmen. Mal dich auch verletzlich zeigen und sagen, hey, ich bin nicht da der Fußballgott, der alles weiss, sondern auch ich mache Fehler und die Leute die Prozesse mit einbeziehen und nicht hinstehen und sagen, eben, ich bin der Messias, ich weiss nicht, dass da alles funktioniert, sondern mal fragen, hey, wir haben eine Spielauslösung, wir wären zugelaufen mit 3 Spitzen. Wie können wir das lösen? Oder? Und dann merkst du, die Leute fangen davon Inputs zu geben und dann hast du eben nicht plötzlich 11 Roboter auf dem Platz. Weil ich immer wieder sage, schau, wie viele Zehner das wir ausbilden. Oder? Am Ende des Tages kommen vor allem 6er raus und 10er hast du praktisch nicht mehr, weil ein 10er ist meistens einer, der neben dem Platz ein bisschen speziell ist und ein bisschen musst wissen, wie du den musst nehmen musst. Und vielleicht kommt er ein bisschen spät ins Training oder macht dort noch einen Spruch und ist ein bisschen mühsam. Aber am Ende des Tages ist das der, der die Genialität hat und die Kreativität. Oder? Und beim 6er, Zone 1, Zone 2, die kannst du relativ gut planen. Oder? Aber das, was wir vorne brauchen, und das ist etwas, was ich extrem vermisse im Fußball. Oder? Und das ist vielleicht eben das, was ich vorhin gesagt habe, die Freude, die du auf dem Schulhausplatz hast. Ich bezweifle, dass viele Spielerinnen in der AXA Women's Super League so geshootet, wie sie würden auf dem Schulhausplatz spielen. Jetzt allein nur von der Mentalität her. Oder wo einfach sagen, hey, ich habe die Lockerheit und es geht ums Spiel und die Freude am Spiel. Oder? Es ist einfach geil, auf dem Platz stehen können Fußball spielen. Ja, und wenn man einen Zehner ausbildet, dann steckt man sich in die Innenverteidigung und dann muss man die Wendy Rönnard decken bei Eckball. Oder der Zehner, was auch immer passiert, lässt sich das Büchli wachsen wie unser guter Freund der Luis. Der Luis, genau. Genau. Gruß an Luis an dieser Stelle. Er könnte ja deinen Job übernehmen. Ja, zum Beispiel. Ja. Ja, der Luis ist selber auf einem super Weg. Und grossartiger Trainer. Ja, er war immer auch ein super Fußballer seit dem Fußball und der wird einen guten Weg machen als Trainer, bin ich überzeugt. Ja. Luis ist wahrscheinlich von den... Ich habe viele Leute gesehen, Junioren ausbilden. Ich habe noch nie jemanden gesehen, so gut mit diesen Junioren umgehen, ja. Und Teams formen. Luzern weiss schon, warum sie ihn so lange festhalten wollten. Und ich könnte mir sehr, sehr gut wünschen, vorstellen, dass er mal auch ein Frauenteam bilden könnte. Obwohl ich glaube, sein Weg ist mehr Richtung Herren und Professionalität und ein bisschen mehr Geld. Ja. Aber das ist schon gut so. Gehen wir zum Organisatorischen. Wir wissen es, im Frauenfußball der Schweiz hat jeder, der irgendwo etwas zu melden hat, schon mit dir geredet, in all diesen Jahren, um dir einen Job zu geben. Wir wissen das. Wir wissen, dass du für den DFB gearbeitet hast. Wir wissen, dass du auch beim DFB hättest dürfen, im Rahmen von der Martina Voss Tecklenburg schaffen. Wir wissen, dass du sonst tausende von Angeboten schon gehört hast. Warum bist du so lange geblieben und warum hast du keins genommen? Ich muss vielleicht sagen, da können wir eigentlich jetzt den Bogen spannen, oder? Am Ende des Tages bin ich ein Mensch, der gemerkt hat, das grösste Gut, das du hast, ist Zeit und ist Lebensqualität. Und ich habe mich oft gefragt, wenn ich auf Deutschland habe, müssen, dürfen fliegen.
Mache ich das aus Leidenschaft im Fußball gegenüber? Oder mache ich das, um mein Ego zu füttern? Oder? Ich habe gemerkt, es ist eben schon cool, können zu sagen, hey, ich habe den ganzen Kleiderschrank voll mit DFB-Sachen und ich habe irgendwie 2014 noch mir das Liebli von der deutschen Nazi gekauft und bin dort Fan gewesen und habe das geil gefunden. Und jetzt habe ich die Kleider selber an und bin dort irgendwie im Kreis von diesen Leuten und treffe die alle. Und das ist alles schön und gut, aber am Ende des Tages habe ich gemerkt, wie viel das mir das gibt, dass ich 2 Minuten von hier wohne, mit dem Velo auf den Trainingsplatz fahren kann. Eben, Leute können lernen, wie ich hier kennengelernt habe. Eben, ich habe jetzt ein paar Namen genannt. Wo ich auch sage, ich bin eher dran, wenn ich zurückkomme in den Fußball, an so einen Ort zurückzukommen, wieder einen Schritt machen, irgendwo an eine Spitze rauf, nur um zu sagen, ich bin dort. Ich habe gemerkt, was hier gegangen ist, Anerkennung gegenüber den Leuten. Oder? Die Leute haben plötzlich das Gefühl gehabt, oh, das ist ganz krass, oder? Das schafft auch für die deutsche Nationalmannschaft. Oder? Ich habe mich oft selber gefragt, du, was wollen die überhaupt von mir? Weil es gibt ja andere gute Leute. Und am Ende des Tages ist es aber genau das, was ich jetzt eigentlich vorhabe, ist, dass ich einen Rucksack nehme, ich verkaufe alles, ich melde mich ab in der Schweiz und gehe einfach mal in die Welt raus. Und ich habe keine Ahnung, wodurch. Ich habe keine Ahnung, wie lange das gehen soll. Ich habe keinen Plan. Aber es ist genau das, was ich immer den Spielerinnen predige. Oder? Dass ich sage, hey, du musst aus dieser Komfortzone, jeden Tag aus dieser Komfortzone raus. Und ich habe einfach mich selber wieder reflektieren und gesagt, hey, du bist der, der am meisten in der Komfortzone drin ist. Weil du hast jeden Monat hast du deinen sicheren Lohn auf dem Konto, du fährst 2 Minuten mit dem Velo hier hinten, du hast die Wohnung hier gerade, es ist alles tiptop. Du hast eigentlich, wo gehst du aus der Komfortzone? Oder eben, ich muss mittlerweile jeden Tag kalt duschen, dass ich aus der Komfortzone rauskomme. aber das sind die Sachen, oder, wo ich einfach gesagt habe, hey, ich will mich wieder mal challengen. Es ist auch nicht, muss ich vielleicht an dieser Stelle sagen, es ist gar nicht eine Entscheidung wie weg von irgendetwas, sondern es ist eine Entscheidung hin zu mir. Ich will gar nicht zu fest abdriften, aber zum mal in die Stille gehen, um mich selber reflektieren, um tiefgründige Fragen zu beantworten. Wer bin ich? Was ist der Sinn vom Leben? Und am Ende des Tages dann gezielt wieder können sagen, ich lege diese Maske wieder an und ich schlüpfe wieder in diese Rolle. Und wie gesagt, wenn ich eine Rolle annehme, dann können die Leute sicher sein, dass ich die in Perfektion spiele. Und wenn ich irgendwo in der Welt draußen bin und jemand das Gefühl hat, der Glenn könnte mir jetzt hier vielleicht helfen bei meinem Verein, dann sollen die mich kontaktieren. Vielleicht bin ich irgendwo im Dschungel und habe keinen Empfang. Und wenn ich empfange, dann melde ich mich sehr gerne und sage, wie ich aktuell zum Fußball stehe. Und es ist möglich, dass ich ins Flugzeug steige und sage, hey, das ist geil, jetzt irgendwie, es fühlt sich richtig an, ich gehe zurück und ich bin wieder im Fußball. Und eben, ich stehe wieder an der Seitenlinie und ich weiss wieder, was das mitbringt. Und ich spiele das wieder in Perfektion. Aber dir ist schon klar, dass mit einem langen roten Bart in vielen Teilen der Welt recht fest rausstehst, oder? Das bin ich mir bewusst. Nein, aber ich meine, wir haben ja gewusst, du bist jemand, der eben dazu offen ist, Neues zu entdecken, dich selber immer wieder zu entdecken, wegen dem die Meditation, Herzsachen. Ich glaube, du hast auch viele dieser Spielerinnen so, sagen wir jetzt mal, Coping-Mechanismen beigebracht, damit sie mit dem Druck auf dem Platz umgehen können. Mit dem Druck, den zum Beispiel auch ich erzeuge, mit Kommentaren und allem. Und das ist ja eine wichtige Komponente. Aber was die Leute natürlich am meisten überrascht, ist, da hast du jetzt ein Ablaufdatum, oder? Sommer, wenn die Saison auch immer fertig ist. Man weiß es ja wegen Covid nie genau. Aber dann gibt es kein Rückkehrdatum, oder? Das macht dir aber keine Angst, oder? Mal. Also es macht mir Angst und ich habe auch den Monen im Kopf und dann gibt es wieder Tage, wo ich es mega cool finde und mich mega freue. Und wenn ich etwas gelernt habe, ist, dass meistens hinter deiner grössten Angst das grösste Potenzial liegt. Und ich habe einfach gemerkt, es gibt nur eine Möglichkeit, wenn du Angst besiegen willst, und das ist durch die Angst durch. Und das Einzige, was mir Angst macht, sind meine Gedanken. Und solange ich weiss, dass ich die nicht bin und einfach der Radio hier oben läuft, kann ich ein bisschen zuhören und ich kann dann irgendwann wieder versuchen, den Sender ein bisschen zu wechseln. Aber ich gehe einfach da durch und es ist für mich eine Challenge. Und ich habe gesagt, du, schau, solange du einen roten Pass hast,
hast du immer einen Plan B. Also ich bin sogar in dieser, ich würde, wenn ich könnte, und das meine ich todernst, dann würde ich den abgeben. Und dann würde ich sagen, hey, am liebsten würde ich wirklich müssen ins Ungewisse gehen. Aber am Ende des Tages, ich habe Sachen in meinem Kopf, wo ich sage, ja, dann muss ich unter der Brücke schlafen und das ist das und das und das. Das sind alles irgendwelche Gedanken. Und sogar um das geht es, oder? Um mal zu schauen, hey, wie weit bin ich wirklich mit meiner inneren Arbeit. Oder hier auf den Platz rauszukommen und in einer Mannschaft grosse Sprüche klopfen, wenn du 2 Minuten mit dem Velo da hin hast. Das ist einfach. Wie funktionierst du, wenn du oft in der Welt draußen bist und deine Kreditkarte ist mal weg und du hast mal keine Kohle und du weißt nicht, wo du schläfst? Wo willst du denn hin? Oder? Und das, dann siehst du, wie weit dass du wirklich bist in deiner inneren Arbeit. Und nicht hier auf dem Fußballplatz, wenn du kannst kommen und einfach ja, grosse Sprüche klopfen. Das Wort Radio ist gefallen, das ist ein gutes Stichwort. Die, die uns jetzt auch zulassen, wenn es jemand so lange ausgehalten hat. Podcast-Fans von dir, du hast einen grossen, erfolgreichen Podcast. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass der auf Reisen noch weitergeführt wird oder wird auch auf Eis gelegt? Was ist denn das Plan? Nein, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich werde sicher dort dann auch das Mikrofon dabei haben und ich werde das weiterführen. Ich weiss noch nicht, in welcher Form das sein wird. Ich bin wirklich dort relativ planlos. Also ich will wirklich das als Abenteuer nehmen und lasse mich dort dann auch so ein bisschen leiten. Aber ich werde das auf jeden Fall weitermachen. Ich werde auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren mehr angeeignet habe, sehr, sehr gerne in Leute weitergeben. Und ich habe jetzt hier über 3 Jahre lang auch ein Mentoring aufgebaut, wo ich einfach jungen Leuten den Zugang geben zu dem. Ob das Leute sind, nur aus dem Sport raus, das sei mal dahingestellt, aber ich werde das auf jeden Fall weiterführen, auch weil es für mich persönlich immer extrem interessant ist, solche Leute zu treffen und können zu lernen. Genau, wer weiss jetzt, ob wir werden dich bald wieder als Nazi-Trainer zurückempfangen oder Luzern-Trainer oder sonst etwas, das lasse ich mal sein. Ich habe das Gefühl, für mich ist das Spannendste, wenn du dann irgendwann zurückkommst, dass du dann kannst als Kommentator für Abseits tätig sein. Aber mal schauen, ob ich da so lange noch rum bin. Am Schluss gebe ich dir einfach nochmal meine Kamera. Du wirst sie zwar wieder haben, aber dass du einfach etwas darfst sagen jetzt, wo die grosse Nachricht raus ist. Weil es ist ja wahrscheinlich auch wichtig, dass du kannst sagen, was du fühlst, oder? Ja, jetzt vielleicht zum Schluss möchte ich vor allem dir nochmal Danke sagen. Weil ich denke, das geht immer mega, mega verloren, was du gemacht hast in den letzten 3-4 Jahren für den Frauenfußball. Und es ist immer lustig, wenn jemand sich einsetzt und jemand ehrlich und direkt kommuniziert und nicht aufs Maul hockt und sagt, was er denkt, dann merkst du, wirst du relativ schnell eben geschnitten, weil es hat wie keinen Platz, oder? Weil du eben dann vielleicht nicht in die Werte hineinpasst, die eben vertreten werden. Und an dieser Stelle, ich schätze das mega, was du machst und ich habe dir das immer gesagt und finde das wirklich cool, auch wenn jetzt so andere grosse eingestiegen sind, die hier Konkurrenz machen wollen. Ja, und am Ende des Tages ist es ist ein Trainer, der im Fußball den Rücken zukehrt in dem Sinn. Ich schließe das nicht aus, zum Retour kommen, auf gar keinen Fall. Aber ich sage so, wenn ich natürlich gehört habe, deutsche Nationalmannschaft, das Angebot, dann eben Auslandangebot von Männern, allem drum und dran, dann hast du natürlich den Kopf, der sagt, ey, das sind einmalige Chancen, du musst das wahrnehmen, du musst das unbedingt machen. Und als ich aber neben die tiefer runter bin und aufs Herz gelost habe, oder, habe ich einfach gemerkt, es fühlt sich nicht richtig an. Das Einzige, was sich richtig anfühlt, ist, eben, dass das Ego wächst und du das Gefühl hast, ja, ich bin nach dieser ganz coolen Sicht. Und darum habe ich das auch abgesagt. Und ich springe in den Fluss rein, wo das Leben ist, wo ich wahrscheinlich selber sogar bin, der Fluss, und lerne das einfach können und will das mit allen Facetten, will ich das Leben erfahren. Und darum einfach mal ins Ungewisse raus. Ich habe keine Ahnung, wie das rauskommt. Vielleicht bereue ich es irgendeinmal. Ich denke es zwar nicht. Ich nehme es einfach an, so wie es ist. Und ich bin mega dankbar für die letzten 4 Jahre, was ich hier erleben durfte. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder retourkomme in Frauenfußball, vor allem auch in der Schweiz, ist viel, viel grösser, als dass ich irgendwo würde ins Ausland gehen oder vor allem in Männerfußball zu gehen. Weil ich einfach das schätze, was ich hier kann. Macht Glenn Meyer, der Trainer, jetzt das, was vielleicht Glenn Meyer, der Spieler, der jetzt den Sprung hätte dürfen machen, hat vielleicht sollen oder wollen machen, aber sich noch nicht getraut hat? In Bezug auf was meinst du?
dem Fußball den Rücken für eine kurze Zeit zukehren? Ja, ich muss sagen, ich habe ja eigentlich in meinem Leben habe ich gar nie ohne Fußball gelebt. Also ich bin, glaube nicht 3 Monate in meinem Leben ohne Fußball gewesen. Und ich habe keine Ahnung, wie sich das wieder anfühlen. Aber ja, eben, wenn ich auf mein Herz höre, ist aktuell der Punkt, wenn ich sage, es fühlt sich richtig an. Ich muss mal schauen, wenn es nicht verändert ist, weiß nie, wie es wäre. Merci vielmals, Glenn. Danke dir vielmals, André.